Tatsache. Wir werden angegriffen. Sie kommen näher. Hoffentlich funktionieren die Waffen. Sie funktioniert. Meine Erfindung funktioniert. Das ist der Terminator. Er feuert geladene Temperaturkugeln, die einen Eisberg schmelzen oder einen See einfrieren können. Dafür zahlt mir Gadgetron Millionen. Hier ein R-Gespräch von einem Herrn D.U. Bistran. Nehmen Sie es jetzt an oder nicht? D.U. Bistran? Ich nehme das als ein Ja. Vielen Dank. Hallo, meine lieben kleinen Japaner draußen, und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Ratchet & Clank. In der letzten Folge sind wir bei der Rill. Sind wir beim Rennen stehen geblieben und haben sie beendet. Jetzt wollten wir noch das letzte Mal den zweiten Weg gehen, aber leider blieb es dafür leider nicht so viel Zeit. Keiner gesehen. Das schneiden wir raus. Ich muss aber schon so sagen, es ist eigentlich relativ witzig, wie gut es trotzdem funktioniert. So, brauchen wir für irgendwas Bestimmtes? Nö, wir können es einfach anziehen. Okay. Schneiden wir auch raus. Rausgeschnitten, blablabla, ich hätte es aber nicht rausgeschnitten. So. Wenn das jetzt mal bitte so funktioniert, wie ich das haben möchte. Und jetzt sind die Stings. Wäre cool. So, Alter. Bin da drauf und jetzt fährt es mit 270 km/h. Aber was ist denn schon in der Steuerung hier so los? Kamera. Ist das schon auf schnell? Noch schneller geht nicht. Ah, wenn man zu viel Maus und Tastatur spielt. Boah, leck des Grauens. Ah, Controller ist leer. Na was, Leute? So, jetzt hat volle Papp. Ich will dahinter. Waffe auswählen, wir haben nicht so viele Auswahl, aber wir nehmen mal einen Köder. So, jetzt haben wir sie geködert. Da meine ich doch voll viel Auswahl, wenn ich es überlege. Nicht so viel Auswahl. Riesige Auswahl. Ich habe völlig vergessen, dass wir die neuen Waffen ja auch noch haben, komplett. Die können ja alle wortwörtlich alle verwenden, ohne Probleme. Nein. Aber das Waffengrad wäre echt cool, hätten sie es ein bisschen Ticken größer gemacht. So doppelte Größe wäre ganz okay gewesen, meines Erachtens. Wasser, okay. Aber leider bin ich... Hä, was ist jetzt mit Plank los? Auf einmal... Drücke die Quadrattaste, um runter, und die X-Taste, um aufzutauchen. Um schneller runter oder aufzutauchen, musst du die Tasten fester drücken. What the hell? Ist irgendwie ein zweiten Teil? Ich habe eigentlich immer gedacht... Ja, ich habe anscheinend komplett den zweiten Teil vergessen, Leute. Ich kenne den zweiten Teil nicht mehr. Wann haben wir den... Haben wir doch erst bekommen in der letzten... Ja, ach egal. Leute, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil normalerweise muss man sich ja jeden Scheiß nochmal doppelt und dreifach kämpfen. Habe ich vergessen, dass es in dem Spiel so war. Dass man sich das Zeug ja nicht mehr erkämpfen musste, sondern es schon besitzte. So... Luftanzeiger haben wir auch nicht, das heißt, wir haben auch unsere Maske, das heißt, wir haben eigentlich alles. Wir haben alles, das sind OP. Speichern. Und was sie in diesem Teil auch besser gemacht haben, das Schwingen funktioniert auch wirklich gut. Und bis jetzt nicht beschweren. Da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren beim Schwingen. Überlegen, wie man die Waffe wieder zur Hand. Noch einmal den hier und das ist leer und springen nicht vergessen.
Das wäre ja cool, wenn wir halt ein bisschen mehr Waffenauswahl hätten, was wir halt irgendwie aufleveln könnten. Aktuell haben wir leider nur die Waffen, die wir nicht mehr leveln können. Gerade beim Laden, ne? Aber egal, damit können wir auch ziemlich Schaden anrichten. Und haben auch mittlerweile echt viel Kohle gesammelt. Die ganzen Rennen. Sammelt sich da schon ein bisschen Kohle zusammen? Ich weiß es jetzt nicht, wenn ich das Schnellschwert habe. Wenn ich jetzt wieder in die Schwellenauswahl tue, dann habe ich ein dickes Problem am Ende. Könnt ihr ja schon denken, wenn ich jetzt wieder in die Schwellenauswahl habe. Was ist denn mit dem Typen da vorne los? Sie funktioniert! Meine Erfindung funktioniert! Das ist der Terminator! Er feuert geladene Temperaturkugeln, die einen Eisberg schmelzen oder einen See einfrieren können. Dafür zahlt mir Gadgetron Millionen. Hey, ich weiß nicht, wie lange du eingefroren warst, aber in dieser Galaxie gibt es Gadgetron schon lange nicht mehr. Hier sind jetzt Megacore-Produkte angesagt. Sag mal, hättest du vielleicht Interesse? Ja. Hey. Ob mich die Megacorp einstellt? Benutze den Terminator, um Eis zu schmelzen. Hättest du vielleicht die Waffe nicht mir gegeben, sondern denen vorgestellt? Vielleicht. Na gut, benutze erstmal den Terminator, um irgendwas aufzuwärmen. Was ist denn jetzt hier los? Ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Na, was wollen denn die lieben Menschen von mir? Hey. War ultra wichtig. Hust. Hat mir den Zauberstab gezeigt. Es ist nicht so ein Zauberstab, aber einen Zauberstab, ne? Hier, irgend so ein Zauberstab von Harry Potter. Ich glaube, das ist der Elderstab, oder? Ein bisschen aus wie der Elderstab, Leute. Aber nur ein bisschen schaut das aus. So. Adelitü und Tredita. Adios, freut sich. Schnadalita. Da kommen wir einfach nur wieder runter. Aber das können wir gleich runterlassen. Dann können wir das nächste Mal da gleich hoch. Brauchen nicht extra den Umweg des Grauens gehen. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Das war's schon. Einfach um diesen Prahler zu holen. Ja gut. Da war das halt jetzt so. Lag ihn halt, Dude. Okay, wir haben kaum noch Munition, aber wir haben was Wichtigeres. Wir haben Waffen. Wir haben ganz viele Waffen. Haben wir auf diesen Dingen noch eine Mission? Missionen. Nur, also anscheinend haben wir wirklich alles erledigt, du. Das war's. So, dann, wenn wir hier alles erledigt haben, irgendwo müssen wir noch Mission haben auf irgendeinem Planeten. Das Ding hier ziemlich im Arsch, Leute. Das kannst du nicht geben. Also meines Erachtens war das Ding viel länger. Und guck mal, da unten ist nochmal ein Planet freigeschalten worden. Hier. Aber erstmal hier durchgucken. Mission wählen. Okay, der ist Ende. Und noch der hier. Okay, besiege den. Ist das ein. Hä, was ist denn das? Tatsache. Wir werden angegriffen. Sie kommen näher. Hoffentlich funktionieren die Waffen. Okay, okay, sollten wir hinbekommen. Aber wie gut wir das hinbekommen, das lassen wir mal
Was ist hier los? Ah, verdammt, ich hab diesmal keinen Boost. Großmächtig. Alter, die haben den Boost geklaut, die Saubetzen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen sparsam mit meinem Boost umgehen. Und ich muss einfach gucken, dass er voll bleibt. Fertig. Und weg hier. Ey, ich muss ein bisschen aufpassen. Am Ende gehe ich halt wirklich drauf. Und diesmal ist auch der Raum ziemlich begrenzt, wo ich mich bewegen kann und darf. So, ein ganzes Stück nach hinten und zack, wieder umdrehen. Alter Schwede. Wo kommen die schon wieder alle her? Ich muss erstmal den Abstand gewinnen. Aber ich habe halt echt keinen Platz, wo ich diesmal hinfliegen soll. So gut wie gar keinen Platz mehr anscheinend. Okay, das könnte schwer werden. Diesmal sind wir sowas von am Arsch, Leute. Wie viele Wellen sind das? 4 Schiffe, erste Welle. Na gut, wenn die mich jetzt nicht so aufreiben würden. Okay, letztes Schiff hinter mir. So. Ohne Chat, das ist doch nicht mehr witzig. Das ist nicht mehr witzig, Leute. Zumindest man kann auch großmächtig kein Leben nachpumpen. Also ich bin hier irgendwie so ein bisschen auf dem Trockenen. Ich muss sagen, Alter, hier 10 Millionen Schüsse in die Fresse. Zehn Raketen, vielleicht sollte ich auch mal irgendwann einsetzen. Weg hier, weg hier, weg hier. Was, wenn ich da durchfliege? Ich bin auf jeden Fall nicht sicher. Nur der erste Punkt. Das war nur so ein halbwegs wichtiger Punkt, aber hey, hey. Man weiß es auf jeden Fall jetzt. Ich bin fertig. Riesiger Stein. Das Schiff überholt mich auf jeden Fall. Ja, ich könnte jederzeit wieder krepieren. Gibt hier kein Leben.
Ey, warum gibt es denn hier kein Leben? Kannst du hier nur krepieren? Nächste Runde bin ich im Arsch, Leute. Nächste Runde bin ich tot. Ach, das überlebe ich nicht. Nie und nimmer. Aber Raketen bringen mir echt gar nichts. Ganz ehrlich. Ich bin hier ein R-Gespräch von einem Herrn D.U. Bistran. Nehmen Sie es jetzt an oder nicht? D.U. Bistran? Ich nehme das als ein Ja. Vielen Dank. Du Idiot. Oh, oh. Ich bezahle für eure Dienste und eure vollkommen bescheuerten Mitarbeiter machen ein Picknick. Hey, das ist gut fürs Gemeinschaftsgefühl. Genug. Ich bin am Treffpunkt. Wenn deine Leute nicht bald hier sind, kannst du unsere Vereinbarung vergessen. Ach ja? Sie können mich mal am, Sie wissen, was ich meine. Verdammt. Hast du den Ursprung? Koordinaten programmiert. Wir sind schon unterwegs. Ah, ich habe 200 Versuche, habe ich das endlich geschafft. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.